Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya. Warum habe ich das so lange gezogen? Hilfe. Sie fragt sich mal wieder, ob sie gut genug ist. Ist ja auch nichts Neues bei uns hier, aber nach wie vor ist es ein Problem. Celeste ist am Heiern gerade, obwohl sie die Augen offen hat. Ich bin gerade erst ins Spiel reingestartet. Es ist manchmal ein bisschen wild hier. Aber ich glaube, ich wecke sie auf, damit sie gefüttert werden kann, weil, sie hat Hunger. Und das ist sehr wichtig. Und außerdem braucht sie jetzt auch eine neue Windel. Beim letzten Mal haben wir ein kleines Wohnzimmer eingerichtet, wenn man das so sagen kann. Und wir haben hier so ein bisschen Deko hinzugefügt, weil wir tatsächlich endlich mal ein bisschen Geld hatten. Und ich liebe es halt so sehr. Es ist einfach mal ein bisschen voller, weiß ich nicht. Also sie hat es auf jeden Fall verdient. We love her. Okay, my girl muss jetzt zur Arbeit gehen tatsächlich. Wir engagieren wie immer einen Sitter. Mal gucken, ob er diesmal kommt. Holla die Waldfee. Woo! Vielleicht kann er ja mal ein bisschen mit uns Kuckuck spielen, weil das wäre richtig sweet. Aktivitäten. Kuckuck spielen. Ich möchte das nämlich gerne lernen mit Celeste. Das wäre so cute. Ja! Oh, sie findet es gar nicht so lustig. Sehr gut versorgt, weil Pflege erhalten hat. My little girl. Einfach süß. Sie kann Kuckuck spielen. Toll. Ich lieb's. Ich weiß gar nicht. Wir haben, glaube ich, fast alle Meilensteine, die man irgendwie kriegen kann. Also ich weiß nicht mal, was ich jetzt noch machen soll, damit es irgendwie noch weitergeht. Ich weiß, dass die noch Kuss geben können. Ich weiß nicht, wie man das freischaltet. So oder so, dieses Kind ist heftig. Und wir haben noch bis Dienstag Zeit, ihnen noch mehr Sachen beizubringen, theoretisch. Aber Sophie ist da nicht mehr. Nein, du gehst jetzt nicht in der Haya. Das gibt's ja nicht. Ich finde toll, dass er uns immer Essen macht. Wir haben immer Essen im Haus, obwohl wir nie kochen. Ich habe die ganzen Lichter nicht auf automatisch gehabt. Das wird unsere Rechnung auf jeden Fall ein bisschen in die Höhe bringen, was schlecht ist. Aber egal, wir kommen klar. Wir haben mittlerweile mehr Geld als vorher. Arme Ritter, oh geil. Und er lebt jetzt das richtige Babysitter-Lifestyle, in dem er Fernseher guckt. Ist ja so ein Klischee, dass Babysitter immer nur Fernseher gucken. Aber ich meine, wenn die Kinder wirklich schlafen und so, was willst du halt sonst machen, ne? So, dann, wenn sie fertig ist mit Spielen, kann sie auch gerne ins Bett gebracht werden. Good night in the night. Er denkt erstmal an Techtelmechtel. Alles klar. Lass mein Kind aber aus dem Spiel, okay? Amaya, hello. So, sie hat hier noch ein Video und da kann sie noch Übergänge hinzufügen. Deswegen macht sie das mal eben, weil sie ist noch nicht so müde. Ich meine, wir machen das ja auch, damit wir Geld bekommen. Wat mut, dat mut. Okay, das Video ist jetzt schlechter als vorher, schade. Trotzdem mittelmäßig. Dann laden wir es hoch. Wieso haben wir vier Paradiesvogelblumen hier? Hä? Okay. So, let's go to the bed. Hi, girl. Mami ist auch fast ausgeschlafen, deswegen kann sie auch schon mal aufstehen und dich füttern. Sie will aber nicht, obwohl sie richtig Hunger hat. Entschuldigung. Also manchmal ist das ein bisschen nervig, dass sie dann das einfach ablehnen, so obwohl die Hunger haben. So, und während sie isst, kann sie gleich ja auch ein bisschen Fernsehen gucken. Was guckt sie denn? Ich habe früher immer den Kochkanal geguckt mit meinen Sims, weil die dadurch ja Kochenfähigkeit lernen. Das ist auch gar nicht so doof. Sie ist so sauer. Warum? No, der Busch war gerade noch da und da waren Sachen dran. Ich werde hier einfach veräppelt. Jetzt guckt sie Fernsehen und kümmert sich um ihr Kind. Ist auch ein bisschen süß. Dann soll sie doch mal aufnehmen, wie sie gefühlvoll spielt. 800? Das ist einfach das Vierfache von dem, was sie auf der Arbeit verdient. Level 5 der Gitarrenfähigkeit. Ey, sie ist so krass. Wie nennen wir das Video? Moment. Mein neues Hobby. Hashtag Gitarre. Hashtag Music Lover. Hashtag Hobby. Ich bin einfach ein Profi. Es ist heute anscheinend sehr, sehr warm. Was sich aber auch bald wieder ändert, weil bald ist schon wieder Herbst. Oh mein Gott, wieso geht immer alles kaputt bei uns? Emotionale Achtsamkeit, Deiner Tochter geht's gerade ganz gut. Vielleicht geh doch mal ein bisschen joggen, Girl. War jetzt nicht lang, musste aber auch nicht sein. So, viel Spaß auf der Arbeit. Luna ist hier? Wo denn? I can't see her. Sie hat eine Gehaltserhöhung bekommen mit 1900 Simoleons. Und sie verdient 10 Simoleons mehr pro Stunde. Wow, also lohnt sich die Arbeit doch noch. I am shook. Amaya läuft Gefahr, ihren Lebensstil durch ihr Single zu verlieren. Ja, also, ich meine, er hat sich jetzt schon länger nicht gemeldet, aber an sich sind die ja ganz zufrieden miteinander. Sie mag Popmusik nicht. Das glaube ich ihr nicht. So, wir können ja mal Jeremy einladen. Der hat bestimmt Lust, vorbeizukommen. Hi.
Ich meine, wir können ihn ja auch bitten, quasi, dass er. Weil Sonntag ist ja jetzt diese Preisverleihung, wo wir hingehen wollen, und wir können ihn ja dann mitnehmen. Das wäre doch mal ganz sweet, oder? Vielleicht hat er da ja Lust drauf. Mein erstes Wort freigeschaltet. Dieses Kind. Jeremy suchen! Oh mein Gott, ist das süß. Hallo. Zuwinken. Komm. Hallo! Oh. Können wir ihn noch anbrabbeln? Süß, die verstehen sich richtig gut. I love it. So, nochmal 800 für die Tantiem. Slay. Ständchen bringen. Oh. Das ist halt auch so voll die Sache, die sehe ich bei Amaya. Wir reden einfach nicht darüber. Vor allem so im Singen fühlt sie sich halt auch einfach safe, ne? Das ist halt einfach wirklich ihr Ding. And I love it a lot. Süß. Und er gibt ihr erstmal einen Kuss. Sweet, sweet. I mean, you can have some sexy time. So, warum nicht? Gehört zu einer Beziehung dazu. Wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe Gartenzwerge beitreten würdest. Bitte? Außerdem bist du eine Erwachsene. Nein. So, ansonsten bei euch alles klar? Oh mein Gott, das ist so realistisch, dass sie da so sitzt, ne? Oh, er muss gehen. Schade. Ich fände es halt cool, wenn sie auch zu Hause ein bisschen mehr Fitness machen könnte. Aber diese ganzen Geräte sind immer so in your face irgendwie, ne? Das ist immer so ein bisschen übertrieben, aber es gehört halt auch irgendwie dazu. Also ich meine, dadurch, dass sie halt eben Sport macht, so. Ich meine, wir können das natürlich auch hier verstecken. Dann brauchen wir aber endlich hier hinten Treppen. Ich meine, wir haben jetzt gerade das Geld. Es ist in Ordnung. So, und dann machen wir hier hinten vielleicht auch nochmal. Was ist das? Ein Zornium. Tschüss. Vielleicht wollen wir auch einen Zaun? Es ist so richtig rausgeschmissenes Geld, aber ein bisschen Privatsphäre kann ja auch nicht schaden. Ich finde den immer ganz schön eigentlich, weil der ist relativ hoch und bietet halt auch wirklich ein bisschen Privatsphäre. Ich denke, das ist für jetzt erstmal in Ordnung. Oh, sie muss sowieso zwei Trainingsgeräte besitzen. Luna möchte vorbeikommen. Ich finde es so fies. Warum dürfen wir nie unser Kind mitnehmen? Aber egal, wir gehen mal hin. Weil ich habe im letzten Part, habe ich mich noch beschwert, dass sie sich nicht meldet. Mal sehen, ob sie irgendwas Wichtiges von uns will. Hi, Girl. Warum können wir uns entschuldigen? What happened? Also, ihr Dad lebt auf jeden Fall noch. Wollen wir mal gucken, wie lange er noch hat? Oh, das könnte auch noch schwierig werden. Also, die haben auf jeden Fall eine gute Zeit gerade. Ich weiß nicht. Hm, alles gut, oder? Soweit. Aber hier gibt es auch nicht so viel, was man tun kann, ne? Warum brüllen die sich an? Okay, er ist böse. Na gut. Vielleicht liegt es auch einfach daran. I don't know. Geh vielleicht einfach nach Hause. Warum ist sie so müde? Preston Colin? Who is you? Süß, Maus, ey. Oh mein Gott, I love you. Was ist denn mit ihr? Warum heult sie? Wieso denkt sie an Pinguine? Manchmal sieht sie auch ein bisschen creepy aus. Also, ich bin gespannt, wie sie aussieht, wenn sie älter ist. Kann dieser Kindersitter mich in Ruhe lassen? Ich möchte nicht mit dir aufs Romantikfestival. Ich bin glücklich vergeben. Warum ist sie so heftig müde? I don't get it. So, wir übertragen jetzt mal das Video auf die Station zumindest noch. Ich hoffe, dass sie morgen nicht so müde ist. Weil wenn wir zu der Veranstaltung gehen, sollte sie fit sein. Ich habe mir auch schon überlegt, wie wir reinkommen. Aber das zeige ich euch dann. Es ist Herbst. Yay. Oh, die Pilze wachsen dann wieder. Nice. Why? Essen und dabei Fernsehen ist echt hilfreich. Nein, jetzt ist sie wieder unwohl. Ah doch, aber sie kann trotzdem die Sachen verkaufen. Yay. Weil dann kriegt sie noch mehr Spaß. Ja, eine Spende ist klar. Also ich habe gesagt, ja, wir haben ein bisschen mehr Cash jetzt gerade, ne? Aber so viel Cash haben wir dann auch wieder nicht. Und vielleicht geht sie dann nochmal ein bisschen boxen. Ein bisschen trainieren, bevor man halt fremde Leute trifft, ist vielleicht auch immer gut. Ich meine, sie war noch nicht in Dazzle Valley bisher. Vielleicht sind die da alle kriminell oder so. Irgendwie finde ich es süß mit unserem kleinen Garten jetzt hier, ne? So, sie fühlt sich auf jeden Fall gut. Das ist das Wichtigste. What are you doing here? Also manchmal ist das ein bisschen wild, wenn einfach irgendwelche random Leute vorbeikommen und sich denken, hallo. Also die Preisverleihung ist um 19 Uhr. Ich würde sagen, wir brechen dann um 18 Uhr auf. Sie ist eine Stubenhockerin. Ja, schon irgendwie, ne? Also aber auch erst seitdem sie eine Mutti ist, muss halt aufs Kind aufpassen. Also wenn wir sie mehr irgendwie irgendwo mit hinnehmen würden, dann würden wir auch wieder mehr reisen, sag ich mal. So, Kind wird noch kurz gebadet und dann gehen wir direkt los. Okay, bade bitte schneller. Gut, dann reicht das halt mit dem Baden. Weil ich will halt pünktlich da sein. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Moment. Studio PBP. Okay. Wir nehmen natürlich Jeremy mit. Was hast du denn hier an? Wir müssen uns hier schick machen. Süß, seht ihr aus? Also, ich habe mir gedacht, wir kommen ja hier nicht durch. Selbst wenn wir auf einen Sterne-Promi machen würden. Was, wenn es halt so einen Hintereingang geben würde, den wir dann halt einfach ausnutzen. Oh mein Gott. Das ist hier einfach mal Lunas Vater. Okay, dann geht die Story vielleicht auf. Weil ich habe jetzt hier so ein
Hintereingang quasi gemacht. Das soll dann so Stuff-only sein. Und was, wenn Jack uns dann quasi reingelassen hat, weil er uns ja zumindest vom Sehen kennt und vielleicht von Erzählungen von Luna. I love it. Das Outfit ist ein Slay auf jeden Fall. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier rein. Es müsste klappen. So, dann schauen wir mal. Also, Megumi Ito hat was bekommen. Interessiert mich nicht. Jeremy, warum? Kannst du nicht einmal hier bleiben? Sie sitzt einfach hier neben so zwei Weltstars gefühlt. Ist irgendwie ein bisschen falsch. Er setzt sich auf den Boden. Wow. Er kennt sich auf jeden Fall aus. Wie man sich hier zu verhalten hat. Wow. Okay, sie setzt sich auch hier hin. Okay. Gut. Dann ist das vielleicht normal. So, Octavia hat auch einen Preis bekommen. Freut mich für sie, aber das ist jetzt hier nicht so ganz das, was wir uns wünschen. Dirk Traumtänzer hat noch was gewonnen. Wie viele Preise gibt es denn? Aber wenn die hier fertig sind, können wir vielleicht nochmal singen oder so? Oh mein Gott. Sie hat Angst vor Gedränge. Holly Alto. Ah, Ryan Bowden. Megastar? Von dem habe ich noch nie gehört. Die muss langsam mal auf Klo. Weh, die rufen mich dann auf oder so, ne? Hallo, ist das vorbei oder geht's hier noch weiter? Oh, Mist. Ich habe leider nichts gewonnen. Ist Jeremy schon gegangen? Wow. Er scheint sehr enttäuscht zu sein, dass sie nicht gewonnen hat. Oder er hatte doch noch irgendwie was Wichtigeres zu tun. Sie ist zu Recht enttäuscht auf jeden Fall. Das Ding ist, sie fühlt sich jetzt auch zu schlecht an. Sich hätte ich sie jetzt singen lassen, aber sie kann nicht singen, wenn sie sich so schlecht fühlt. Wieso liegt sie eigentlich nicht im Bett? Hallo? Es ist schade, dass wir nicht gewonnen haben, aber es lässt sich auch nicht ändern, ne? Vielleicht war es ja auch nicht das letzte Video, was irgendwie Anklang gefunden hat. Der Geburtstag von Celeste naht. Yay! Tatsächlich wird das im nächsten Part dann ja schon so sein. Yay! Okay, Rechnung, aber es ist in Ordnung. 583. Wow, wir können Sachen weiterentwickeln. Meilenstein Kusshauchen freigeschaltet. Oh, guck mal! Es ist so lustig, ne? Alles, was ich sage, passiert irgendwie. Wir haben auf jeden Fall genug Geld, dass wir dann ihr Kinderzimmer zum Kleinkind richtig schön machen können. Ich freue mich sehr. So, und jetzt wird es Zeit zu arbeiten. Übergänge. Bearbeiten. So. Mittelmäßig. Okay. Laden wir das Video hoch. Und dann kann sie ja auf Kommentare antworten. Sie erreicht bald ein Level. Ich würde das so gern. Ah! Luna will schon wieder, dass wir zu ihr kommen. Vielleicht möchte sie auch einfach, dass wir mal ein bisschen rauskommen. Wenn wir ein Kleinkind haben, können wir es auf jeden Fall mehr machen, weil wir sie dann mitnehmen können. Ich meine, wir wollen natürlich immer noch, dass sie so geschützt ist. Aber wir können uns halt auch nicht so richtig immer darauf verlassen, dass immer jemand da ist, der auf sie aufpasst. So, während die Gute jetzt zur Arbeit gehen möchte und gerade wenigstens mal einen Moment lang happy ist, obwohl sie enttäuscht wurde, beende ich jetzt hier den Part. Es ist ja wieder viel passiert und außerdem möchten wir ja morgen, beziehungsweise im nächsten Part, ganz in Ruhe den Geburtstag feiern. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, dass wir sie vielleicht mehr irgendwo mit hinnehmen können und trotzdem halt nicht ihre Sicherheit gefährden. Weil es soll natürlich immer noch nicht so offensichtlich sein, dass Celeste halt Amayas Kind ist dann, ne? Also es ist dann vielleicht öffentlich quasi, dass man sie öfter mit diesem Kind sieht, aber es heißt ja nichts. We will see, wie wir das machen. Vielleicht ist es ja auch doch eine Sache, die wir öffentlich machen. Ich weiß es nur nicht. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!